Meine Mutter habe ich nie gesehen. Aber sie hat sich erinnert an mich, als man sie weggenommen hat, die Nazis, und mit ihren Kindern. Dann hat sie ihren Freunden erzählt, sie hat einen Sohn in Israel und ich hoffe, ihm geht es besser. Warum hast du mir nicht erzählt? Ich habe nicht gewusst, dass du mein Onkel bist. Jetzt weiß ich, dass du bist mein Vater. Warum hast du mir das nicht erzählt? Er hatte keine Antwort für dich. Die erste Sache, was man mit uns gemacht hat, als wir ins Kibbutz kamen, die haben uns den Vornamen geändert. Wie hieß du denn vorher? Hans. Mein Name wird Hans. Hans heißt du. Deutsch ist nicht nur verbunden mit Nazis. Deutsch ist auch eine Kultur. Wir sind sehr zufrieden. Und einer hat lieb den anderen. Und einer sorgt für den anderen. Und so, dass ich sage, das ist ein Grund, dass ich zu meinem 95. Alter gekommen bin.